ja. Schade, dass es hier kein Warten gibt. Okay, ich habe den Knechten Bescheid gesagt. Bitte. Die Knechte wissen Bescheid und entfernen den Schlag. Wie ich die Herren kenne, wird das sicherlich eine Weile dauern. Steht euch also derweil die Beine in den Bauch um. Unglücklicherweise muss bitte, wie ich die Herren... Dürfte kein Problem sein. Schnellreise dahin. Bringt uns leider nicht besonders viel. Wir können uns immer nur angucken, wo die Knechte gerade sind. Der eine scheint hier etwas schneller zu sein. Deswegen gehen wir dem einfach mal nach. Vielleicht können wir ja helfen. Dumm-di-di-dai. Mal kurz gucken, was haben wir sonst noch. Das ist am Hammerberg, genau, da müssen wir sowieso hin für die Hauptquest. Schicksal des Hochkönigs ist die Filiason-Quest. Da sind beides eigentlich aus Filiasons Dingern, wenn ich das richtig verstanden habe. Trolle an der Brücke, das ist das, was wir als nächstes machen wollen. Zeichen der Macht, da fehlt uns noch die Alraune. Und der große Heiltrank für die zweite Stufe. Verlorene Schätze, die müssen wir auch noch finden. Die ist wahrscheinlich auch am Hammerberg, wenn sie nicht hier im Jagdrevier ist. Kopfgeldjagd ist so eine Pseudo-Nebenquest. Und dann haben wir noch den Effort-Tempel. Ja, und den Werwolf, der nicht mit dem Quest-Block steht im Augenblick. Aber wir kommen gut voran. Jetzt verfolgen wir erstmal den Knecht. Mal sehen, ob er es schafft, den Baum aus dem Weg zu räumen. Weil der andere Knecht, bis der da ist. Ey, hier läuft ordentlich, der andere geht nur. Falls er eher alleine nicht reicht, mache ich dann einen kurzen Cut, bis der zweite Knecht angekommen ist. Okay, der erste Knecht ist schon mal da. Ich kann jetzt nicht. Und räumt den Baum aus dem Weg. Der zweite Knecht. Können wir den nicht irgendwie antreiben? Der schlendert nämlich ganz langsam hier den Weg entlang. Ja, der ist erste schon fleißig auf den Baum einhackt. Da, guckt ihn euch an. Lahm wie eine Gurke. Hoffentlich wird der Fluss wieder sicher, jetzt wo Angwart von Hasingen die Zollfeste kommandiert. Hat er keine anderen Sorgen. Nee. Das dürfte Ewigkeiten dauern. Und sofern der nicht noch einen Auftrag für mich Was hat. Was ist euch unglücklicher Nö, im Augenblick gibt's nichts zu tun. Möge Firun euch auf der Jagd achtet darauf, dass. Okay, und der auch nicht. Das heißt also dann zurück zu Talat. Ja, denn ich warte nicht, bis die beiden Knechte da die Blockade entfernt haben. Das könnt ihr euch abschminken. Jedenfalls jetzt nicht. Jetzt geht es erst einmal zurück zum nach Nadoret. Und dann gucken wir dann nachher nochmal hier vorbei. Vielleicht haben sie dann endlich was, eine neue Aufgabe für uns. Ja. Captain. Was kann ich für euch tun? Wo soll Talaria ich... zum Abfahren bereit. Auf nach Nadoret.
Vielleicht haben wir ja Glück und wenn wir das nächste Mal im Jagdrevier sind, haben die beiden die Arbeit schon erledigt. Der Weg dahin ist ja mittlerweile sicher, da keine Orks mehr da sind und die anderen Tiere ja abseits rumstreunen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Abwechslung gegen die Orks zu kämpfen war mal sehr, sehr interessant. Zumal wir noch gar keine Schwarzpilze oder auch keine Rotpilze, also Goblins, bis jetzt gesehen haben in am Fluss der Zeit. Aber gut, dass mal welche da waren. Na komm, Lelat. Ah, Nadoret. Erstmal auf dem Marktplatz süße Zungen besorgen mit Quano. Den können wir ja dann auch wieder in unsere Gruppe aufnehmen und dann geht's ab zur Trollbrücke. Erstmal Vorgrim. Was ist? Komm mit. Quano. Ja, bitte. Komm mit. Fyris. Wie kann ich dir helfen? Komm mit. So. Du hast sicherlich immer noch keine Depesche. Du bist der Händler Castellani. Vorarbeiterstädter. Die Stadtwache braucht eure Unterstützung. Reiosplatz. Seltene Kunstgegenstände offenbar gestohlen. Dazu hat er sie selbst. Ja, ja. Dasselbe Gepappel wie immer eigentlich. Wir hätten uns mal wieder die Zeitung holen können, aber egal. Ja. Quano hat ja leider immer noch kein Level Up, dass wir sein Falschen steigern können. Wann gibt es eigentlich die nächsten Level Ups? Stufe können wir jetzt ja angucken. Stufe 10 gibt es bei 7000. Oh, ist ja nicht so weit entfernt mehr. Alles rund ums tote Tier. Na, alles rund ums tote Tier. Nach dem Gewissen etwas, dann seid ihr bei mir goldrichtig. Ja, ich hätte gerne Koschaberzunge. Kandierte, um genau zu sein. Vorher verkaufe ich aber dir die orkischen Kompositbögen. Wow, die sind 9 Dukaten wert, das Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück, 6 mal 9 Dukaten sind 54 Dukaten. Haben wir was gut gemacht. Dankeschön. Ich will noch mehr Orks mit Bögen töten. Unter Orks mit Bögen und ich könnte mir den Helm leisten. Marktplatz. Laurelin. Und bevor wir irgendwas anderes machen, weil das schon bei den Orks so knapp war, schnell speichern. Dankeschön. Da sind unsere Trollfreunde mal wieder. Genau, mit euch möchten wir reden. Kleinling zurück. Du hast süße Zungen. Was dachtest du denn? Einen ganzen Packen sogar. Du zeigen. Schnell. Oh ja, die sind verhungert, hä? Ja, bitte, labt euch so. Da. Freund, Freund, Freund. Du dürfen weitergehen. Ah, da dann, lasst es euch wunden. Ich ziehe weiter. Trolle immer Wort halten. Way, Klatsch. Wir noch Geschenk haben für großes Freund. Wir gefunden Kramszeug. Du aussuchen. Metalldings oder Stoff. Einfach sagen. Wir geben.
Ah ja, ich will das Metalldings oder den Stoff pumpen. Ene, mene, mane, ne? Und raus bist du. Hier. Und sowieso zu klein. Vielleicht dir passt. Keine Sorge, es wird schon passen. Wollt weitergehen. Okay, die essen jetzt. Die essen jetzt da unten in ihrer Höhle. Zu der könnte ich da runterlaufen, ne? Diesen Kampf hätten wir besser vermieden. Ich hoffe, du überlegst dir in Zukunft deine Entscheidungen etwas gründlicher. Welchen Kampf? Das war kein Kampf, das war einfach freundlich sein. Okay, Armbrüste können wir nicht steigern. Was können wir an Zaubern steigern? Auch nichts mehr wirklich. Kraft der Erde brauchen wir nicht. Flim, Flam, Funkel brauchen wir auch nicht. Dann geht das. Nee. Die Punkte spare ich mir erstmal auf für. Achso, ich habe ja noch gar kein Level Up. Wer hat den Level Up? Ja? Feiris hat ein Level Up. Bogen 1 höher. So. Mehr braucht sie im Augenblick nicht. Den Braunbär ignorieren wir jetzt einfach mal. Sondern sacken hier den Zunderschwamm ein. Und haben hier eine Alraune. Jawohl, tatsächlich eine Alraune. Für Feiris, das geht an Vorgrim. Metallrüstung blockiert Zaubern. Ja. Die lässt sich sicherlich gut verkaufen. Brust, Bauch, Rücken, Arm oder wer was für Ardo, wenn er keine eigene besondere Rüstung anhat. Aber gut, wir haben die Alraune. Das ist für mich jetzt im Augenblick erstmal das Wichtigste. Den Rest können wir uns später angucken. Ich gehe jetzt erstmal mal zu Laureli zurück und zurück auf den Marktplatz. Das will ich nämlich jetzt noch in dieser Folge schnell machen. Dann können wir uns auf den Trollgebiet da umgucken. Warum aber Feiris auch immer gemeckert hat, wir haben doch nichts falsch gemacht. Wie viel Zunderschwamm haben wir mittlerweile? Fast 100. Ja, den können wir dann dem Ziegenhirten verkaufen. Und auch nochmal 4 Dukaten. Oder was der uns auch immer nochmal dafür gibt. So. Marktplatz. Ja, ja, hier schreien sie immer noch wieder rum. So, Feiris. Erweise uns die Ehre. Verbesserter Seelenbogen. So, jetzt könnte ich noch vollendeter Seelenbogen, sobald ich einen großen Heiltrank habe. Jetzt macht er schon mal 1W plus 4. Hm? Hat er noch Besonderheiten? TP plus 1, nur Elfen, Fingerfertigkeit plus 1. Und ihrer bringt nichts. TP ein. Ach, Fernkampf. Fernkampf plus 1. Und einen Trefferpunkt zusätzlich. Hm, gar nicht mal so schlecht. Das ist jetzt wohl der noch nicht ganz beste Bogen. Der beste wäre ja der vollendete. 2W6 plus 3. Heilige Scheiße.
Nachladezeit, 0 Kampfrunden. Als W6 plus 4. 2W6 plus 3. Tschüss. Gut. Alles für die Jagd. Dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle speichere ich erstmal wieder. LP031. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.